Am Morgen des großen Tages, als der Bundestag sich auf eine Debatte vorbereitet, die das Land in seinen Grundfesten erschüttern könnte, schreitet eine eher unbekannte Figur mit einer Entschlossenheit, die nicht zu ignorieren ist, durch die Hallen des Parlaments. Ihr Name ist Melanie Bernstein, eine Abgeordnete der CDU/CSU und somit Gegnerin der Legalisierung. Und sie trägt eine Last auf ihren Schultern, die schwerer ist als ihre Aktenmappe in der Hand. Sie hat eine Mission, den Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis zu kritisieren. Um ihre Stimme der Vernunft in eine Debatte zu bringen, die droht, in einem Meer von Kontroversen verloren zu gehen. Mit jedem Schritt, den sie näher an das Rednerpult kommt, scheint die Spannung in der Luft dichter zu werden und die anderen Abgeordneten mögen in den Medien bekannter sein als sie, aber heute hat sie, Melanie Bernstein, die Bühne, um das Gewissen einer Nation zu wecken. Ihre Aufgabe ist es, die Schwachstellen im Gesetzesentwurf aufzuzeigen und dabei den Schutz der jungen Generation in den Vordergrund zu stellen. Man könnte sagen, es wäre vielleicht eine kleine Zusicht dahingegen, dass das Legalisierungsgesetz jetzt in die Wege geleitet wird. Aber das Echo ihrer Absätze auf dem Marmor hallt durch die Stille, eine Vorbote der ernsten, aber notwendigen Konfrontation, die kommen wird. Mit einem festen Griff um die Kanten des Gesetzesentwurfs tritt sie ans Rednerpult, bereit, die Welle der Veränderung mit der festen Mauer der Vernunft zu treffen. Stellt sich nur die Frage, kann man hier von Vernunft sprechen? Du entscheidest. Schreib es uns in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit schau dir den Vortrag von Melanie Bernstein, der CDU/CSU, an. Es ist richtig, dass wir heute über den Umgang mit Cannabis diskutieren, denn es ist gesellschaftliche Realität. Und genau deshalb braucht es klare und allgemein verständliche Regelungen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es solche Regeln ohne die von Ihnen geforderte weitreichende Cannabis-Legalisierung geben muss. Es könnte ein billiges Wortspiel sein, ist jedoch bitterer Ernst. Ich denke, dass Ihr Weg zu diesem Gesetzentwurf etwas vernebelt war. Nur so ließe sich erklären, weshalb die medizinwissenschaftliche Expertise so wenig Berücksichtigung gefunden hat. Weshalb ein Arzt an der Spitze des Bundesministeriums sein eigenes Wissen und die Ergebnisse anerkannter Studien hinten anstellt. Nur so ließe sich erklären, weshalb die Instinkte von Müttern und Vätern, ihre Kinder vor Gefährdung von Leib und Seele zu schützen, so unberücksichtigt geblieben sind. Ich will und werde Cannabis nicht grundsätzlich verteufeln. Wir brauchen aber eben einen unvernebelten Blick, um die Risiken zu berücksichtigen. Ich möchte dabei zwei Punkte hervorheben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in seinem Eckpunktepapier einen besseren Kinder- und Jugendschutz zu seinem erklärten Ziel erhoben. Daran muss er sich nun messen lassen. Und er hat das Ziel verfehlt. Denn wie lässt sich die Legalisierung einer Droge mit dem Schutz der Jugend vereinbaren? Gar nicht. Punkt. Nur kann er es aus Koalitionsräson nicht zugeben. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich das Gehirn heranwachsender Menschen bis zum 25. Lebensjahr entwickelt und dass Kiffen in dieser Altersgruppe besonders riskant ist. Dieses Gesetz ermöglicht mehr als den täglichen Konsum für Jugendliche ab 18 Jahren. 30 Gramm pro Monat, das sind 3 Joints pro Tag. Herr Minister Lauterbach, Sie sind Arzt, Sie sind Vater, Sie kennen die Studien, Sie kennen die medizinischen Risiken. Weshalb haben Sie nicht dafür Sorge getragen, dass dieses Wissen der Grundstein des Gesetzentwurfs ist. Der zweite Punkt, wer eine Cannabis-Legalisierung fordert, muss die Menschen, insbesondere die unter 25, über Risiken aufklären. Das ist dringend notwendig, denn jeder vierte junge Erwachsene, auch schon weit unter 18, hat bereits gekifft. Tendenz steigend, ebenso wie der Behandlungsbedarf aufgrund cannabisbezogener Störungen. Es braucht Prävention. Der Gesundheitsminister hat eine große Kampagne angekündigt. Die braucht es auch dringend. Und zwar parallel zu den etablierten Kampagnen zum Drogen- und Suchtmittelmissbrauch. Wie soll das funktionieren, wenn Sie im Entwurf des Bundeshaushalts den Etat für genau diese Aufklärungsmaßnahmen um 4 Millionen Euro kürzen? Folgen Sie bitte der wissenschaftlichen Expertise. Übernehmen Sie Verantwortung für die Gesundheit der Jugendlichen. Unser Antrag ist das Nebelhorn, das Ihnen den Weg aus dem Trüben heraus zeigt. Nicht nur die Eltern in diesem Land wären Ihnen für diesen Richtungswechsel sehr, sehr dankbar.